Ja, Checker, Freunde, Ausstiegsassistent. Ja, ich habe die Kamera hier angebracht, dass man mal sieht, wann da was kommt. Die macht jetzt auf. Ja. Und relativ schnell piepst er schon und sagt mir, Achtung, hier kommt von hinten ein Auto. Ja. Also das funktioniert wunderbar. Machen wir es gerade noch einmal. Also das Auto ist jetzt aus, ist egal wann, und macht die Tür auf. So, und funktioniert, machen wir gleich nochmal zu. Ja. Relativ schnell sogar. Jetzt probiere ich das gleich nur bei der hinteren Tür, wenn ich aufmache, ob es da auch funktioniert. Mal schauen. Gucke ich mal nicht hin. Ja. Ob das auch funktioniert? Oh ja, habt ihr das gemerkt? Jetzt mache ich mal hinten auf. Jetzt mache ich mal die Tür zu. Ich sitze jetzt kurz hier hinten. So, jetzt sitze ich hier hinten, mache die Tür auf. Oh ja, cool. Also funktioniert auch, wenn ich hinten aussteige. Machen wir noch einmal. Müssen bloß warten, bis Verkehr kommt. Ah ja, da kommt wieder ein Auto, ich sehe es. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kind aussteigt, ja, das ist ja so, die wollen ja schnell aushuschen. Und oder auch ein Erwachsener, wenn der jetzt nicht guckt. Ah ne, der. Schade, der biegt ab. Jetzt Achtung. Ja, sehr cool. Mach zu, nochmal. Ja, zack. Also funktioniert auch hinten. Getestet. So, da bin ich wieder. Hat funktioniert. Okay, nächster Check. So, Checker-Freunde, ein Parkassistent. Machen wir mal P rein, machen wir das aus. So, wir drücken, wenn wir das Max-Paket haben, den Parkassistenten und dann fahren wir einfach mal los. Und dann sehen wir schon, Parklücke wird gesucht. Ich suche mir jetzt extra eine Lücke aus, wo ich zwei Parkplätze nebeneinander habe. Und dann schauen wir mal, was passiert. Okay, bremsen. Jetzt können wir hier wählen, rückwärts rein oder nochmal tippen, vorwärts rein. Jetzt machen wir nachher beides. Jetzt machen wir erstmal so rückwärts. Und er macht es voll autonom. Ja, fängt an zu blinken. Sehr gut. Ich habe es natürlich gerade eben schon mal getestet, wie er das denn so macht. Und er macht es alles so richtig geschmeidig. So. Braucht gar nichts machen. Da macht es so entspannt, aber gut. Ich werde jetzt auch noch schön mit der Kamera rausgehen und euch mal zeigen, wie er sich denn. Also, der erkennt auch die weißen Linien. Checkt das. Pff, mega. Und? Krass. Richtig gut. Ich gehe mal schön raus. Moment. Ich baue das dann mit ein. So, Checker-Freunde. Na, danke, Autohaus Weber. Und so steht der jetzt drin. Ganzen Ticken leicht schräg, aber arg viel besser hätte ich es auch nicht gemacht. Abstand zum Nachbarn ist super. Und der hier ist jetzt noch frei. Und er hat die Linie hinten erkannt. Mega. Und das Ganze machen wir jetzt noch vorwärts. Wir gehen wieder auf Drive. Drücken Park. Online-Modus, ja. Drücken Parkassistent. Und schön, wie es durchläuft. Und er scannt. Gut, bremsen. Und jetzt drücken wir hier drauf, so dass wir vorwärts rein wollen. Und Start. Jetzt bin ich mal gespannt, was er da zusammenbaut. Oh, oh Gott. Eieieiei. Da wird es einem echt schwindelig. Grandios. Also die Technik heute, also aber auch Skoda, macht ihr mega. Wo willst du denn hin? Aha. Mal gucken, was er sich denn aussucht. Weil wir haben jetzt eine Doppellinie. Aha. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, komm. Jetzt geht er nochmal nach links. Mhm. Respekt.
Ja, steht links drin. Ich habe noch einen guten halben Meter Platz nach links. Respekt, hat funktioniert. Jetzt machen wir noch rückwärts rechts parallel. Und dann haben wir es schon. Ich habe mir gerade überlegt, wir nehmen jetzt noch so eine enge Parklücke mit zwei Autos rückwärts. So, stopp. Dann, der sucht dann. Wir können sich ein paar aussuchen, wir können es einen danach nehmen. Wir nehmen jetzt aber den zwischendrin und den nehmen wir für rückwärts. Und Start. Achso, ah, noch ein Stück weiterfahren. Okay, jetzt stopp. Er sagt uns stopp. Ne, rückwärts. Und Start. Okay, dann machen wir das halt so. Jetzt haben wir hier eine Lücke. Und da macht es echt völlig entspannt. Ganz sanft bremst er. Und er blinkt auch schön, so wie es gehört, ne? So, schön nach rechts. Oh jo. Grandios. Top. Einfach genial. So, jetzt lassen wir den mal einparken. Fahren noch ein bisschen. Stopp. Start drücken. So. Ah, noch ein bisschen vor, oder? Jetzt, ah, ich muss auf die Bremse gehen kurz, dass ich auch da bin. Ich finde immer schön, dass er bremst, dass er blinkt. Ganz anständig. Wir mal gucken, wie er das hier scannt. Oh, das macht er aber an dem Randstein super. Oh, wow. Okay, er orientiert sich jetzt am Vordermann. Oh, stark, muss ich sagen. Also, nicht mal ganz 10 cm weg vom Bordstein. Das finde ich stark. Gut gemacht. Also, das funktioniert auch. Perfekt. Checker, Freunde, machen wir den Rangierassistent, den Rückfahrassistent. Und der reagiert natürlich auch nur, wenn ihr nicht auf der Bremse seid. Und ja, Achtung, ich fahre jetzt einfach mal rückwärts, lassen einfach nur rollen. Bin nicht auf der Bremse, ich bin bremsbereit. Ja. Boah. Es ist so übel. Das Gute ist wieder hier rum. Das Auto, ich mache jetzt mal trotzdem Rückwärtsgang wieder rein. Der Rückwärtsgang, die Parkposition bleibt, er rollt nicht weiter los. Da haben wir unterschiedliche Systeme. Das letzte Mal haben wir einen getestet. Da hat er gebremst, brutal gut, relativ früh, aber ist dann wieder weitergerollt. Ja, und das finde ich nicht Sinn der Sache, weil man erschrickt schön so, geht Bremse, geht wieder runter und pop, das Ding rollt weiter und stoßt dann trotzdem drauf. Und in dem Fall würden wir hier hinten die Würme runterrollen und schwimmen. Ja, wir sehen hier. Ja, den Ton kriegen wir hier nicht aus. Machen wir noch einen Rückwärtsgang. Vorwärts, rückwärts. Und zwar gucken wir mal, wie weit wir da weg sind. Ah ja, wir sind jetzt ungefähr noch 15, 20 cm vom von dem Busch entfernt. Ja, das passt ungefähr. Das ist echt wunderbar, als wir haben hier so noch eine Stelle. Top! Also das hat er wirklich richtig gut gemacht. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum... Ja, und dann erklären wir mal so lange noch schön die Rückfahrkamera. Ich finde sie gut, aber sie könnte für mich ein Ticken schärfer sein. Wir können es hier noch wegklappen, dann ist es ganz groß. Dann haben wir sozusagen einen 170, 180 Grad Winkel. Und ah, jetzt kommen hier ein paar Autos. Jetzt Achtung, jetzt fahre ich mal da zurück. Aha. Okay. Dann zeigt er mir das rot an. Genau. Haben wir gleich mitgecheckt. Hier Ausparkassistent. Jetzt fahre ich hier nochmal rückwärts. Es müsste da nochmal was kommen. Ah ja. Ah, okay. Dann piepst er auch. Okay. Okay, rechts, okay. Interessant, machen wir mal vor.
Ob er dann das trotzdem noch sieht. Jetzt machen wir wieder Rückwärtsgang rein. Ah ne, das ist abgebogen. Ah, okay. Ja, Porsche. Schön. Also hupen tut er auch. Jetzt kommt drauf an. Jetzt fahre ich hier mal los. Mhm, okay, perfekt. Also er würde auch bremsen. Das will ich aber jetzt nicht hier provozieren. Okay. Also Ausparkassistent funktioniert auch links und relativ früh schon sogar. Also das scannt es ganz gut. Machen wir jetzt nochmal weiter mit der Kamera. Gestiksteuerung, Anhänger. Ne? Dass wir mal einen Anhänger anhängen, können wir hier gucken, wie weit habe ich es denn noch zu dem Kollegen, ne? Dass es hier unschöne Macken gibt. Oder ich habe die Standardvariante mit den Linien. Dann habe ich hier den Abstand zum meinem Fahrzeug, wo ich rückwärts hinfahre. Hier oben habe ich noch die Möglichkeit, Farben etc. zu verstellen. Ja, Helligkeit, Kontrast und so weiter und so fort. Aha. Funktioniert wunderbar. Gehen wir nochmal da drauf. Ja, ist cool, ne? Jetzt habe ich schon die Kamera hinten geputzt. Also wenn ihr das sucht, das ist hier bei den Farben, die Kamera putzen. Ja, hier habe ich dann noch Ausstiegswarner, Rangierbremsfunktion, Ausparkassistent. Das muss ich auch alles einschalten, damit es auch alles hier funktioniert, weil sonst haben wir ein Problem. Und hier kann ich dann noch die Lautstärke einstellen von den Parksensoren hinten und vorne. Automatisch aktivieren ist klar, sollte man drin lassen. Und beim Parken Infotainment Lautstärke leiser stellen. Ja, kann man dann hier auch nochmal einstellen. Ja, hier kann ich dann Parkassistent aktivieren oder ausschalten. Und hier kann ich die Sensoren oder ganze Assistent wieder ausschalten. Funktioniert super. Coole Sache. Vorwärts, Rückwärtsgang rein und dann sind wir wieder automatisch bei dem mit den Linien und mit der Spritzdüse. Das finde ich auch schon ganz nett. Ja, dann haben wir das auch Ausparkassistent Kamera gecheckt. Jetzt gehen wir über. Ja, schon cool. Jo, Checker-Freunde, kommen wir kurz zum zum Fazit von den Assistenzsystemen. Ich habe es jetzt hier nochmal dargestellt. Ich finde wirklich, da macht es bockstark, Maske fällt mir gut, automatische Schilderübernahme funktioniert, hat einwandfrei funktioniert in der Zeit, wo ich es genutzt habe, also wirklich ohne, dass er mal was nicht erkannt hat, auch den Wechsel mal von Ortsausgang 50 Meter weiter gleich wieder nächstes Schild und wieder ein Schild, den Mix hat er trotzdem sehr gut umgesetzt, rekuperiert relativ früh, um dann auf die Geschwindigkeit hinzukommen, zum Beispiel von 100 auf 70 runter berechnet es. Das finde ich toll, das machen andere erst ab der Geschwindigkeit runter. Finde ich dann nicht ganz so toll, wenn dann ein Blitzer kommt. Man sollte schon ab dieser Geschwindigkeit dann auch die vorgegebene Geschwindigkeit haben. Ja, Müdigkeitswarner klar. Tote Winkelwarner funktioniert. Ausstiegsassistent finde ich cool, er macht es auch in der hinteren Tür. Mega cool. Front Assist hat ein, zwei Mal gepiepst. Ja, hat man dann natürlich nicht immer auf der Kamera, ist ja auch klar, hat funktioniert. Spurverlassassistent auch. Abstandsassistent natürlich wunderbar funktioniert. Zieht, wenn ich auf der Autobahn rausfahre, relativ schnell an und braucht nicht erst noch 5 Minuten, bis er dann erkennt, okay, ich bin jetzt frei, ich kann noch vorfahren. Nicht, dass es wieder Stau hinten dran gibt. Also die macht er alle gut. Vollautonomes Einparken, mega gut gemacht. Bin ich echt begeistert. Funktioniert tadellos, macht er auch recht zügig. Man kann dem echt, so wie ich es gemacht habe in den Videos, vertrauen. Der Rückfahrassistent, Ausparkassistent, Ausparkassistent, sagen wir mal so, die haben super funktioniert. Was mir nicht so gefallen hat, ist der Spurwechselassistent. Den kann man getrost weglassen, weil man muss die Hände am Lenkrad lassen, dann kann ich es gleich selber machen. Ja? Ich hätte mir gewünscht, wenn da diese kleinen grünen Pfeile, wenn man es überhaupt mal sieht, ja, das ist ja schon nicht optimal, finde ich, dann einfach Blinker setzen und dass er das dann erkennt und dann selber den Wechsel macht und dass man nicht unbedingt die Hände am Lenkrad lassen muss, weil sobald man dann auch ein bisschen dagegen geht, bricht er auch dann sofort ab. Also ist für mich noch nicht ganz stimmig und ansonsten funktioniert das super. Genau, Rückfahrkamera ist ja noch mit dabei, Auto holt haben wir noch, die ganzen bekannten Assistenzsysteme. Ja, also stark gemacht, Skoda, muss ich echt sagen, hat mir sehr gut gefallen. Also einfach zu bedienen hier. Set starten, hoch runter Geschwindigkeit nach vorne drücken, Pause, links ACC, rechts den Travel Assist und das ist alle Serie mit dabei. Wir müssen davon nichts extra kaufen, außer den Einparkassistent, der ist in diesem Max-Paket für 2000 Euro extra mit dabei. Hier haben wir komplett
volle Hütte. Alles klar? Ambiente-Video nicht vergessen, Licht-Video nicht vergessen. Crystal, der Kühlergrill vorne, Crystal Face mit 131 LED-Video, Ambiente-Beleuchtungsvideo, Einparkassistent, wie gesagt, das normale Assistenzsystem-Video hier. Das Haupt-Review-Video haben wir noch gemacht. Und dann haben wir noch ein Reichweiten-Video gemacht mit Ladeleistung-Video. Schaut euch das an. Genau, dann nochmal vielen Dank an die Autohäuser Weber hier. Aus, in dem Fall hier, Abteilung Skoda neu in Leonberg, neu gebaut. Super, tolle Leute. Geht da mal vorbei, da steht dieses Fahrzeug aktuell. Könnt ihr kaufen für einen guten Preis. Und Herrenberg haben wir noch Karl von Walterstadt. Ja, dafür vielen Dank. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Nächste Woche kommt schon wieder ein neues Elektroauto zum Testen. Seid gespannt. Bis dann. Ciao.